Die Neuigkeit verbreitet sich schnell. Sie strömen herbei, die Leiche eines jungen Kaschmiri zu sehen. Getötet am Morgen bei einer Antiterroroperation der indischen Armee. Der, für den sie beten, war 2 Monate im Widerstand bei einer bewaffneten islamistischen Separatistengruppe, die Pakistan nahesteht. Wie Danish fordern noch 250 bis 300 weitere Kämpfer in Kaschmir die 500.000 Mann starke Armee heraus, und das nicht erst seit gestern. Es ist die am stärksten militarisierte Region der Welt. Die Region Kaschmir mitten im Himalaya ist seit 70 Jahren der Schauplatz eines ständigen Konfliktes. Es beginnt 1947 mit der Teilung Indiens, als die Engländer nach 200 Jahren Kolonialisierung eine Grenze zwischen Indien und Pakistan hinterlassen und das Fürstentum Kaschmir mit noch ungewissem Schicksal. Ein Krieg zwischen beiden Nachbarn folgt auf den anderen. Beide wollen sich Kaschmir aneignen. Eine Demarkationslinie trennt die mehrheitlich muslimische Bevölkerung. Der Streit erfährt eine abrupte Wende, als 2 kaschmirische Separatistengruppen ihrer Forderung nach Unabhängigkeit oder einer Vereinigung mit Pakistan Nachdruck verleihen. Sie greifen die indische Armee an und verüben Selbstmordanschläge. Der Anschlag vom 14. Februar dieses Jahres in Pulwama im Süden Kaschmirs ist hier noch in lebhafter Erinnerung. An diesem Tag rast ein 20-jähriger Kaschmiri mit 300 Kilogramm Sprengstoff in seinem Fahrzeug gegen einen Bus der indischen Armee. Die Bilanz: über 40 Tote. Ein Anschlag von beispielloser Gewalt. Er bringt Indien und Pakistan an den Rand eines neuen Krieges. Der Attentäter lebte in diesem ruhigen und unauffälligen Dorf. Sein Vater, ein Gemüsebauer, zieht nun alle Blicke auf sich. Seit die nationalistische Hindu-Regierung an der Macht ist, hat die indische Armee im Antiterrorkampf den Druck auf Kaschmir verstärkt. An diesem Morgen wurde ein militanter Aktivist in diesem Dorf im Norden der Region gemeldet. 1000 Soldaten wurden entsandt. Die Bewohner sitzen zu Hause fest.
Der Schusswechsel dauert mehrere Stunden. Dann kommt der finale Angriff. Das Haus, in das der Aktivist geflüchtet war, explodiert. Um ihre Wut abzureagieren, bleiben den jungen Kaschmiris nur Steine. Die indische Armee antwortet mit Schüssen und Tränengas. In den Ruinen des Angriffs schwört die Jugend Kaschmirs schon Rache. Der Druck der Explosion hat noch weitere Häuser im Dorf zerstört. Einige haben alles verloren. Aus Angst vor Repressalien wagte kein Bewohner sich vor die Kamera. Bis auf diese Frau. Mit ihren Einsätzen in Kaschmir erschafft sich die indische Armee anscheinend vor allem Feinde. Und weder die 70.000 Verluste unter den Zivilisten und Soldaten, noch die unzähligen Verletzten, noch die zerstörten oder verlassenen Dörfer konnten das verbotene Wort unterdrücken. Azadi, Unabhängigkeit. Worte, die in den Ruinen erschallen, in den Herzen und in den Reden der wichtigsten Religionsführer. Mirwais Farooq ist 46 und Oberhaupt der Muslime in Kaschmir. Er ist eine der letzten offiziellen freien Stimmen der Region und genießt hohes Ansehen. Yeah, it'll go on the social media everywhere. I mean, it's important because Indian media does not give us any coverage, so we have to use the social media. 200.000 Follower hat er. Sein Großvater sitzt im Gefängnis. Sein Vater wurde wegen unbotmäßiger Ansichten ermordet. Mirwais trägt ihre Botschaft weiter. We don't support that the fact that Kashmiri boys should become suicide bombers. We don't want our youth to get killed by like this. In fact, we want them to live. But we feel that these are acts of desperation. What is leading these young boys towards militancy is the big question. If you look at their stories, if you follow their stories, they have been harassed by the police, by the security agencies. Their families have been harassed, their parents, their brothers. The fact is that today there is anger against the state. There is anger against Indian policies of repression and oppression. They want to raise posters, banners. That is banned. You are put in jail for that. The police is after you, the agencies are after you. They feel that nothing is working, it's better to get killed and kill someone. Mirwais Farooq ist in Freiheit, wird aber überwacht. Regelmäßig bringen seine Äußerungen im Hausarrest ein. Jeden Freitag besucht er zum Wochengebet die Moschee in Srinagar. Vor zwei Wochen hat die Polizei ihn daran gehindert. I cannot be quiet on what's happening in Kashmir, especially the human rights violations, the killings. So probably the government of India doesn't like that, I'm speaking to people, because they want that there should be minimal engagement between the leadership and the people. Jamia Masjid is the target. They don't want people to assemble there. And whenever they feel there is anger among the people, they lock down the mosque. I mean,
Last year, in 2018, the mosque was locked down for 16 weeks. So that is also angering people, you know, that brews anger, that, you know, our religious places are being closed down. An diesem Tag warten dort schon hunderte Anhänger. Sie wollen beten. Vor allem aber Mirwais versprochene Rede zur allgemeinen Lage hören. Crackdown shuru kar diya gaya hai. Dini tanzeemon par crackdown. Ulama par crackdown. Imamon par crackdown. Khateebon par crackdown. Siyasi qaideen par crackdown. Core policy, iron fist policy ke zariye Hindustan mein ye bataya jaye ki hum ye kar rahe hain, hum wo kar rahe hain, jabki haqeeqat ye hai ki ye inhi ki policies hain, ye inhi ka zulm hai ki aaj Kashmiri naujawan jo hai wo apni jaan lene ke liye taiyar ho gaya hai. Aaj Kashmiri naujawan khud kush bombard banne ke liye taiyar ho gaya hai. Magar ye wo samajhne se qasir hai ki ye jo haq aur jo tehreek Kashmiri chala raha hai ye tehreek kisi ek leader ki nahi hai kisi ek jamaat ki nahi hai kisi ek party ki nahi hai balki ye tehreek har Kashmiri ki Aufgebracht von der Predigt und frustriert von den ständigen Sperrstunden in Srinagar, wollen die Anhänger die indische Polizei provozieren. Sie greift dieses Mal nicht ein. Und so sieht es sonst aus, wenn die Behörden mit harter Hand reagieren. Wenn die Freitage außer Kontrolle geraten, ist Arhan regelmäßig dabei. Er studiert Medizin. Mehrmals, sagt er, habe die Polizei ihn verhaftet und misshandelt, weil er mit Steinen auf sie geworfen hätte. In den Nebenstraßen will Arhan mit uns reden. Hinter seiner Maske treffen einige Worte so hart wie Steine. वो हमारे घर में आते हैं घुसकर आते हैं वहां पे हमें पकड़ कर ले जाते हैं इसके पीछे रीजन यही है कि अगर हम किसी मीडिया को इंटरव्यू देंगे और कश्मीर के बारे में कुछ बोल देंगे यहां पे इतना जुल्म है यहां पे हमारे बच्चों को पकड़ लिया जाते हैं versteckt hinter einer Maske und verschanzt an einem sicheren Ort. In Kaschmir ist die freie Rede gefährlich. Das Interview müssen wir woanders fortsetzen, weit ab von neugierigen Ohren. Reason yahi tha, na maine gaan uthaya tha na kuch. Main seedhe protest mein, peaceful protest mein hissa lena chahta tha aur maine bahut ye peaceful protest mein hissa bhi liya. Ich war was sehr das amne sehr gassen hal mal session vatan. Ich dich sapan future banaun. Ich gesagt, echt ist live. Khuda in this mus. Aim was ich ball of fun in gairi. Ashen da wait live banana kin shad da sparna. Ich gesagt, da schon fun ist war jetzt ja ja du hast ja ratas mus da fun da shutdown call. Agar es so ein join the karak misal to par matlab so karak se matlab islam khatre ya qom azad karne ke. Gwarnish kar gwarnish islam palan. Islam ist eine Art von Jihad. Wenn du den Zulm siehst, dann musst du Jihad machen. Das ist ein Muslimen für Fahrers. Wenn du den Tempel gehst, dann ist es ein Azadi, was ein Bach hat. Dann ist es ein Majbur. Die Ideologie wird radikaler. In den Vierteln, an den Universitäten, in den Familien versucht Indien, den Anfängen zu wehren.
Im Süden der Region liegt einer der vom Aufstand am stärksten betroffenen Distrikte. Die indische Polizei hat ein Team aus muslimischen Anwälten und Psychologen zusammengestellt. Heute Morgen besucht Dr. Rahat junge Demonstranten, die kürzlich verhaftet wurden. Zuhören, wenn man mit Jugendlichen spricht, die nahe am Abgrund stehen. Härte im Umgang mit ratlosen Eltern. Hinter dieser Initiative steht Altaf Khan, der Polizeichef im hiesigen Distrikt. Er setzt sich für einen Dialog mit der Bevölkerung ein. Heute Morgen empfängt er diese Väter, die sich wegen der Verhaftung ihrer Kinder sorgen. Die indischen Behörden lassen uns dieses Treffen filmen. Sie wollen zeigen, dass sie ihre Vorgehensweise ändern. Denn regelmäßig werden sie von der Bevölkerung und von Menschenrechtsverbänden scharf kritisiert. Brutale Verhaftungen, Einschüchterungen, Fälle von ungeklärtem Verschwinden. Ein indisches Gesetz aus den 90er Jahren gesteht Polizei und Armee in Problemregionen wie Jammu und Kaschmir weitreichende Rechte zu. Und zudem volle Straffreiheit. Nur selten haben Zivilklagen gegen die Armee Erfolg. Genau darüber klagt Parvina. Auch ihr Sohn wurde vor 30 Jahren verhaftet. Seither hat sie nichts mehr von ihm gehört. Ich bin nicht mehr so gut.
کسٹوڈین پیل نِش ہیٚکن کاونٹر کوٚرُکھ پیلٹ سۭتۍ کٔرِکھ أنۍ تِم بَنٲوِکھ مالٮ۪ن ماجٮ۪ن بوے تِم کَرہن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن اَمہِ سۭتۍ چھِنا یِم بَچہِ پَران وٕچھان چھِ نا یَتھ چھِ پوٚز حقیٖقت یِمو کیٛاہ چھُ کوٚرمُت اگر یٔمۍ میٛٲنۍ نیٚچِو آسہِ ہا گَن تُلمُت بہٕ دَپہٕ ہا أمۍ تُل گَن أمۍ کوٚر غلط An jedem 10. Tag im Monat will Parvina an diese Verschwundenen erinnern. Fast 8000 sollen es in Kaschmir sein. Um sie herum Frauen ohne Söhne, wie sie selbst. Frauen ohne Männer, Kinder ohne Väter. Alle tragen sie ähnliche Verletzungen. اگر آسہِ تہٕ یی آسہِ سُہ چھُ رۄبَس پَتہٕ بہٕ چھَس صُبحس دعا کَران پَروَردِگار اگر چھُے چونُے چھُے مال ژےٚ چھُے حوالہٕ رٲچھ ترٛاو فقط کٔرۍزٮ۪س بیٚیہِ کٔرۍزٮ۪س اَصلُت خط اگر نَے چھُے تیٚلہِ کٔرۍزٮ۪س مغفرت وۄنۍ کیٛاہ وَنو اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ وَنو کٲنٛسی نہٕ کیس کوٹَس منٛز چھُ کیس سُہ چھُ سٮ۪نٛکشَنَس گوٚمُت 97 منٛز گۄڈنٮ۪تھ گوٚمُت پَرویٖنا جُنٛدٕ کیس اگر تَتھ فٲصلہٕ گژھِ ہا ژےٚ اَننہِ گژھِ ہا سُہ کھیوٚو تِمو 97 پٮ۪ٹھ کھیٚیَکھ سٮ۪نٛکشَنٕے یِم چھِ سٲنِس پٔزِس بَناوان اَپُز پنٛنِس اَبزِ چھِ بَناوان پوٚز Um der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen und damit die Verbrechen eines Tages gesühnt werden, setzen Parvina und ihre Freundinnen sich hin, in aller Stille. Mehr dulden die Behörden nicht. Einige wollen daran glauben, dass die Dinge in Kaschmir sich ändern. Ein Wandel, ist Wahid Para noch immer überzeugt, läuft über die Urnen. Als blutjunger Sprecher der PDP, einer der derzeitigen Regierung nahestehenden Partei, wirbt Wahid für den Weg des Kompromisses. Ein in Kaschmir rares und stets hinter vorgehaltener Hand geäußertes Wort. Heute trifft er junge Menschen im Anantnag-Distrikt. 60% der Bevölkerung Kaschmirs sind unter 30 Jahre alt. Sie sind von entscheidender Bedeutung. دُنیا چھُ پِرٛژھان وٕنکٮ۪س ٹرٛمپ تہِ وَنان یوٗ اٮ۪ن تہِ وَنان پٲکِستان تہِ وَنان ہِندُستان تہٕ پٲکِستانَس گٔیو نیوٗکلِیَر وار گوٚو نا ووٗر کانٛہہ کورُک لٔڑکہٕ چھُ Fragen, debattieren, überzeugen. Ohne Waffen. Die Demokratie könnte in Kaschmir eine entscheidende Rolle spielen. Selbst wenn man über demokratische Mittel nicht mit allen reden kann. I think, you know, a lot of people aspire for freedom, given the history of the conflict. But people like us who are into the mainstream democratic process, we see solutions within the sovereignty. Well, there should be more democratic space to the Kashmiris, and our identity should be like, there should be sub-nationalism of Kashmir. That should be recognized, that should be acknowledged, that should not be diminished. We don't want assimilation, but we are okay with the integration, but not at the cost of assimilation of our own identity. Die Wahlbeteiligung in Kaschmir zählt immer wieder zu den niedrigsten im ganzen Land. In Indien, immerhin der größten Demokratie der Welt, scheinen sich die Wege zu den Urnen irgendwo am Fuß des Himalaya zu verlieren.